Streaming-Seiten gibt es wie Sand am Meer. Aber sind auch wirklich alle Streaming-Seiten legal? Und damit sage ich herzlich willkommen zum Video. Dass ich ernsthaft zu diesem Thema ein Video machen muss, hätte ich auch nicht gedacht. Aber heutzutage wird es immer schwieriger, illegale Seiten von den legalen Seiten zu trennen. Da inzwischen viel zu gute illegale Apps gibt, die teilweise bessere Features anbieten als legale Streaming-Dienste. Skype. Kann es den einen oder anderen schwerfallen, legale Streaming-Seiten von illegalen Streaming-Seiten zu trennen? Was sind eigentlich illegale Seiten? Illegale Streaming-Seiten sind Webseiten bzw. Apps, wo man komplett kostenlos oder beinahe kostenlos fast alle Filme und Serien schauen kann. TV Now bietet auch kostenlose Inhalte an. Also im Beispiel TV Now, es ist ein legaler Streamingdienst, der nicht wirklich alle Filme und Serien anbietet, sondern nur Filme und Serien anbietet, wozu sie offiziell eine Lizenz haben. Aber wie erkenne ich jetzt illegale Seiten von legalen Seiten? Zunächst einmal, dass diese Serie fast alle Serien und Filme anbietet, die ihr euch eh und je gewünscht habt. Ich wünsche mir zwar einen legalen Streamingdienst, der wirklich sowas anbieten könnte, aber in der Realität ist das fast unmöglich. Also wenn ihr eine Webseite besucht, die wortwörtlich alle Filme und Serien anbietet, dann könnt ihr schon davon ausgehen, die ist eventuell illegal. Das zweite Indiz für eine illegale Webseite ist die Werbung. Die ist meistens etwas pornös, sage ich mal, also FSK 18 gerichtet oder zu Spielen und Plattformen, Casino-Plattformen, die etwas dubios sind. Legale Streamingdienste wie TV Now bieten bei ihrem kostenlosen Subscription auch Werbung an, aber die sind garantiert nicht so obskur wie bei illegalen Streamingdiensten. Allein da müssen die Alarmglocken losgehen bei euch. Schreibt mal in die Kommentare eure Meinung zu illegalen und legalen Seiten. In die Kommentare würde mich super interessieren, mit euch mal in den Kommentaren zu diskutieren. Und damit sage ich, das war's mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert diesen Channel, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.